Frankreichs zur Stelle. Wohl kein Schauspieler hat so viele Offiziere dargestellt wie Sie, stimmt? Wem sagen Sie das? Herr Preis, ich bin glücklich, gerade Sie heute hier begrüßen zu können. Na wirklich? Ja, ich habe mir immer schon mal gewünscht, für meine Sendung einen Preis zu bekommen. Sie kennen mich so. Oder so. Vielleicht auch so. Oder so. Da ist es verständlich, dass man endlich mal statt Uniform und Drill eine völlig andere Seite zeigen will. Einmal zivil sein. Sehr elegant. Ein hübsches Mädchen. Als Adjutant. Und dann anstatt die Truppe zackig abzuschreiten, sie sehr galant in eine kleine Bar begleiten. Und statt Fanfaren nur Geigen hören. Statt auf den Endzieh auf Liebe spüren. Dein ist mein ganzes Herz ist dein. Das wär zu schön, um wahr zu sein. Statt der Generalstab die Speisekarte studieren. Statt als Befehlsherr nur noch als Tanzpartner für. Auch singe ich ganz gern mal einen neuen Hit. Wer, meine Herren, wer singt ihn mit? Das war schon alles, was ich mir wünsche. Moment, ich wünsche mir noch was. Vielleicht denkt jetzt ein Produzent, schau an, was man mit dem nicht alles machen könnte. Der Mann, der hat ja auch noch andere Talente. Weiß? Das Fernsehen, wie schön. Nein, wirklich? Sie haben mich gerade gesehen. Und eine tolle Rolle? Danke, meine Herren. Was soll ich denn spielen? Ein General? Oh! Aber gern, meine Herren, aber gern. Tja, meine Damen, tut mir leid. Trotzdem, es hat mich gefreut.